So, Computer ausmachen und hey, da bist du ja wieder. Freut mich wirklich mega, dass du wieder eingeschaltet hast. Vergiss auf jeden Fall nicht jetzt schon meinen Daumen nach oben da zu lassen und den Kanal zu abonnieren und auf die Glocke zu drücken, denn dann verpasst du kein neues, richtig cooles Video mehr. Und wenn auch du hier in den Kommentaren angezeigt werden möchtest, genau wie diese anderen Kommentare hier, dann schreib einfach ein Liebeskommentar, mach ein Icky-Bild rein oder ein Lix-Bild und dann kann ich dich auch einblenden. So, Freunde, im letzten Video, da haben Lix und ich rausgefunden, dass der Drache von der Polizei, also der Drache, den wir gefunden haben aus dem Ei, der so geschlüpft ist, der wurde von der Polizei in Gewahrsam genommen und gefangen gehalten. Und Lix und ich versuchen, den jetzt zu befreien in der heutigen Episode. Aber, Freunde, zuallererst machen wir mal die Gartenarbeit, weil die ist ganz wichtig, die darf man auf gar keinen Fall vergessen. So könnt ihr eure Muttis fragen. Gartenarbeit ist das A und O. So, und ich muss natürlich auch meine Haustiere füttern. So, zack, 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 zack. Zack, 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 zack. Vielleicht kommt ja auch Lix wieder vorbei. Oder ich fahre heute mal zu Lix selber und frage ihn, ob er Zeit hat, mir zu helfen, den Drachen zu befreien. Das wäre ja echt schade, wenn dem Drachen was passiert, weil der muss ja in Freiheit leben. Der darf ja nicht einfach eingesperrt sein. So, die Melonen hier noch mitnehmen. Zack, zack, zack. So, zwei Stück noch. Eine noch. Und so, das war's. So, und dazu. So, ein paar Möhrchen geben wir natürlich Zombie-Ferdi. Hier, bitteschön. Hehe. Und ein paar für dich, Franklin. Hey, na du? Franklin! Hier, bitteschön. So, willst du ein bisschen auf mein Köpfchen? Hehe. Oh, Leute, Franklin ist auf meinem Kopf. Oh, er dreht sich. Hehe. So, und runter mit dir. So. Bis später, ihr beiden Süßen. So. Und Leute, Lix hat mir geholfen. Hier wollten wir eigentlich so ein Plätzchen machen. Wir haben uns das zusammen ausgesucht. Wir wollen hier den Drachenkäfig machen. Also kein richtiger Käfig, sondern nur so ein Gehege, damit er hier auch so frei rumfliegen kann und hier landen kann und schlafen kann. Aber die doofe Polizei hat ihn einfach festgehalten. Oh Mann. So, jetzt beeilen wir uns aber. Oh, ich muss ja noch ganz schnell die Sachen hier wegbringen. Fast vergessen. So, zack, 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 zack. Und los geht's. Auf zum Drachen. Auf zu Lix. Wir beeilen uns. Boah. So, wir beeilen uns jetzt auch zu Lix. Das Wetter ist auch richtig schön und ich hoffe, dem Drachen geht's gut. Weil der Arme muss ja in Freiheit leben und darf nicht so in Gefangenschaft sein. Ein Käfig für so ein Tier ist echt nicht gut. Sind Drachen überhaupt Tiere? Das ist eigentlich voll die gute Frage. Ich weiß das gar nicht. So, ich nehme extra eine Abkürzung und zack. So. Lix, beeil dich. Wir müssen zum Drachen und ihn retten. Oh, das sollte ich lieber nicht so laut sagen, weil hier ist die Polizei. So. Oh, da ist ja sogar ein Polizist. Guten Morgen. Hehe. So, ich hoffe, Lix ist da. Lix! Aufstehen! Wir müssen arbeiten und zwar den Drachen befreien. Los! Lix hat voll den süßen Briefkasten, sehe ich gerade. Ist da eigentlich was drin, ne? Nee, der ist leer. Lix! Einen Moment, ich komme sofort! Beeilung! Icky! Hey, Lix, na? Na du, alles gut bei dir? Es geht, Lix. Wir müssen den Drachen befreien. Ja, ich weiß. Hast du schon das Neueste gehört? Hä? Was denn, Lix? Die wollen den Drachen einschläfern lassen. Nein! Ja! Du meinst, für immer und ewig einschläfern? Ja, für viel länger als nur 1000 Jahre. Oh nein, Leute. Der Drache soll nicht eingeschläfert werden. Hat das die Polizei etwa vor? Ja, das habe ich vor kurzem im Büro gehört. Und was machen wir jetzt, Lix? Ich weiß nicht, wir gehen am besten zur Polizei und versuchen, ihn zu befreien oder so. Okay, komm mit, Lix. Auf sie mit Gebrüll. Oh, wer ist das denn da vorne? Den habe ich gerade auch schon gesehen. Der guckt uns aber komisch an. Als würde er irgendwas von uns wollen. Wollen wir mal mit ihm reden? Ja, klar. Okay. Hey, halt! Seid ihr nicht die Kollegen, die vor kurzem versucht haben, den Drachen zu befreien? Das ist eine fürchterliche Idee. Und kommt erst gar nicht auf die Idee, im Polizeikeller nachzuschauen.
denn dort gibt es weder Spitzhacken oder irgendetwas, um den Käfig aufzubrechen. Warum habe ich das gerade gesagt? Naja, egal. Passt auf jeden Fall auf euch auf. Hä? Was für ein komischer Typ. Sollen wir noch mal kurz nach dem Drachen gucken, ob alles gut bei ihm ist? Ja, komm mit, der arme Drache. Aber warum hat er das mit dem Keller erwähnt? Weiß ich auch nicht. Meinst du, da sind... Der meinte ja, das sind keine Spitzhacken, ne? Ich glaube, der hat sich irgendwie versprochen oder so. Ich glaube, der meint das so, damit wir das nicht finden. Oh, hallo. Drache. Gefährliches Tier unter Polizeigewahrsam. Oh, Mann. Och, Manu. Wir befreien dich schon, Drache. Ja, mach dir keinen Kopf. Er will fliegen, aber er kann nicht. Guck mal, wie er seinen Kopf hängen lässt. Bisschen braves Vieh. Ja, mach dir keinen Kopf, wir holen dich schon hier raus. Oh Mann, was machen wir jetzt, Lex? Ich hab ne Idee, lass uns einfach mal in den Polizeikeller gehen. Vielleicht wollte der auch nur mit uns flachsen, der Polizist. Meinst du? Ich glaube schon. Okay, dann schauen wir mal nach. Mit Sicherheit. Wo ist denn der Polizeikeller? Das ist da, wo wir die Beweise vom Detective gefunden haben. Ich meine da, wo die Kaffeemaschine steht. Wir gehen rein und machen uns einen Kaffee. So. Komm, sind hier irgendwelche Kollegen? Komm, lass uns schnell hier rein. Der eine guckt komisch. Nur Wartungsarbeiten. Komm mit, Lex. Wartungsarbeiten, sehr, sehr wichtig. Ja, ja. Wo könnten die denn sein? Er meinte, hier sind keine. Hier sind vielleicht ja wirklich keine. Wir sind Maschinengewehre, dann sind hier auch Spitzhacken. Ich schau mal in jede Kiste nach. Wow! Hier ist eine. Komm, ich nehme hier auch eine. Lex, meinst du, damit klappt das? Meinst du, damit kann man das öffnen? Mit Sicherheit. Meinst du, eine reicht oder soll ich zwei nehmen? Ich habe nur schon eine zweite dabei. Dann hat jeder von uns eine. Und was ist hier drinne? Ich glaube, da sind nur Patronen für die Waffen drin. Oh, stimmt. Oh, wir hatten ja echt Glück, dass hier... Einfach eine Spitzhacke drinne war, Lex. Ja, ich wette, der wusste, dass da welche drin sind. Oh, komm mal her. Guck mal, wie wir beide aussehen mit Spitzhacke. Haha, wie so kleine Minenarbeiter. Hallo, und zack, und zack. Zack, oh, Diamanten, ha. Oh, Lex, danke für deine Hilfe. Der Drache, der bedeutet mir echt viel, weißt du? Kein Problem, ich finde ihn ja auch ziemlich cool. Hast du noch diesen einen Block hier, um das wieder zuzumachen? Ja, Moment. So. Genau, perfekt. Wartungsarbeiten sind abgeschlossen. Wir gehen wieder. Der Kaffee war echt lecker. Komm mit hier lang, Lex. Komm schnell. So, wir sind gleich da. Ich glaube, das hat gut funktioniert, oder? Oh ja, wir müssen ihn jetzt schnell befreien. Okay, dann lass ihn mal da rausholen. Bist du bereit? Und wie ich das bin. Komm, lass das hier kaputt kloppen. Und zack, und zack. Komm, Drache. Komm, du bist gleich frei. Komm raus, du Dummbatz. Oh nein, tu ihm nicht weh, Iki. Das ist halt gefährlich hier. So, komm, du Lümmel. Da kommst du doch wohl raus. Oh, er fliegt weg. Nein. Wow. Er soll nicht wegfliegen, Lex. Vorsichtig, Drache. Ganz vorsichtig. Meinst nicht du, wegfliegen. Kannst du auf ihn fliegen, Lex? Ich kann es versuchen. Spring mal drauf. Huh. Ah. Los, Lex. Huh. Lex. Wow, ich sitze auf dem Drachen, Iki. Wow, wir fliegen weg. Wo seid ihr? Wow, Iki, das ist viel zu krass. Oh, der Drache wirft mich ab. Wow. Lex. Wow. Wow. Lex. Oh, er hat mich einfach wieder abgeworfen. Wo ist er? Er ist da vorne. Huh? Oh, Alter. Gott. Was war das denn? Du bist mit dem Drachen geflogen. Das war ja mega cool. Aber der ist total wild. Das ist mega gefährlich, Iki. Echt? Oh Mann, können wir ja, den nicht behalten? Total. Ich weiß nicht, also wir bräuchten vielleicht einen Sattel oder so, um da sicher drauf sitzen zu können. Oh, ich will ihn aber... Oh Mann, wie cool. Oh, er fliegt weg, Iki. Alter, wohin? Oh nein, ich sehe ihn nicht mehr. Nein, hinterher, Lex. Oh Gott. Aber wir dürfen uns nicht verlaufen, weil hier war ich noch nie. Ah, das ist nur der Wald hinter dem Polizeirevier. Er ist schon wieder weg. Hey, komm runter. Ich glaube, deswegen wollte die Polizei ihn festnehmen. Oh nein, was machen wir jetzt? Ich weiß nicht. Und wenn ihr einen Vorschlag habt, was wir jetzt machen können, dann könnt ihr das ja in die Kommentare schreiben. Fandet ihr es cool, dass Lex auf dem Drachen geflogen ist? Wenn ja, dann gebt jetzt unbedingt ein fettes Daumen nach oben.
und abonniert den Kanal, um kein Video mehr zu verpassen. Schaut doch unbedingt bei Lix vorbei. Dort ist der erste Mord in der Stadt passiert. Also richtig interessant und sehr spannend. Und ich würde sagen, das war's. Bis zum nächsten Mal, Freunde. Tschüssi. Tschüssi.